Peace, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge von Marco Polo Academy TV. Heute bringe ich dir bei, wie du nie wieder schüchtern bist und wie du wirklich üben kannst, jeden Menschen, den du siehst, anzusprechen in deinem Leben. Enjoy den Vlog. Um nie wieder schüchtern zu sein in deinem Leben, musst du dir klar machen, woher deine Schüchternheit überhaupt kommt. Und das kann ich hier beantworten, und zwar: Schüchternheit entsteht nur in deinem eigenen Kopf. Das bedeutet, als allererstes benutzt du Mirror Work. Okay? Mirror Work habe ich in diesem Video schon erklärt. Da geht es auch um Inner Voice und wie du mit dir selbst sprichst. Du stellst dich vor dem Spiegel bei Mirror Work und ballerst dir neue Glaubenssätze rein, guckst dir selbst dabei in die Augen, so lange, bis du dir selbst abkaufst, dass du das glaubst, was du gerade zu dir selbst sagst. Und zwar, dass du nicht schüchtern bist, und dein neuer Glaubenssatz, den du vom Spiegel übst, ist: Ich kann jede Frau ansprechen. Punkt 2. Schüchternheit entsteht durch Unerfahrenheit. Wenn wir etwas Unbekanntes vor uns haben, was wir nicht kennen, haben wir davor Angst, und Angst hängt mit Schüchternheit zusammen. Das bedeutet, dass du dir ganz genau klar machst, dass, wenn du in eine neue Gruppe Menschen reinkommst und du kennst in dieser Gruppe niemanden, dass du dann aktiv hingehen musst und aktiv deine Gehirnvorgänge unterbrichst, indem du einfach hingehst und diese Menschen ansprichst und diesen Angstkreis, der dadurch entsteht, unterbrichst, bevor er überhaupt angefangen hat. Okay? Zum Beispiel, du gehst abends in den Club, und anstatt erstmal einen auf, ja, ich bin jetzt im Club angekommen, ich muss jetzt eine halbe Stunde warm werden, Stunde ankommen und sowas. Nein, du gehst in den Club und du sprichst direkt die erste Person an, die du siehst. Okay? Damit dieser Kreislauf der Angst, der Schüchternheit gar nicht erst entsteht. Und dieser Kreislauf fängt jeden Tag von vorne an, an dem du rausgehst, um Menschen anzusprechen. Okay? Das müssen ja jetzt nicht nur Frauen sein. Dein neuer Glaubenssatz sollte nicht sein, ich kann jede Frau ansprechen, sondern dein neuer Glaubenssatz sollte sein, ich kann jeden Menschen ansprechen. Der ist nämlich noch viel, viel mächtiger. Warum? Weil, wenn du rausgehst, musst du natürlich auch mal Jungs ansprechen, du musst sie befreunden, du musst mit denen Social Circle aufbauen, damit die dich auch zu den coolen Partys mitnehmen. Also, sprich einfach in Zukunft jeden an. Der dritte Tipp, den ich dir geben kann, ist: Face your fears. Mache genau das, wovor du Angst hast. Wenn du merkst, hey, darauf habe ich nicht so Lust, davor habe ich Angst, wie die Leute über mich denken könnten, mach genau das. Okay, face your fears. Schau deine Angst praktisch ins Gesicht und versuche, Movement zu erzeugen. Okay, dadurch entsteht Momentum. Ein Zug, der mit 300 km/h fährt, den hält nichts auf, aber ein Zug, der am Bahnhof steht, den kann so ein kleiner Stein vorm ersten Rad aufhalten, sodass der überhaupt nicht losfährt. Aber im Endeffekt ist es nur der ganz kleine Stein, diese kleine Schüchternheit, die dich aufhält, neue Menschen kennenzulernen und dir einen neuen Social Circle aufzubauen und einfach eine echt coole Person zu werden. Also, mache als Übung: einmal am Tag deine Comfortzone verlassen, indem du irgendjemanden ansprichst, wo du dir instinktiv denkst, wenn du diese Person siehst, hey, ich traue mich nicht, die anzusprechen. Genau in dem Moment machst du es. Egal, was es ist. Es muss nicht ein Pickup-Spruch sein, es muss nicht irgendwie full direct sein. Es soll nur darum gehen, dass du hingehst und anfängst, mit dieser Person zu sprechen. Und dann hast du die Übung schon gemeistert, dann hast du es schon geschafft, und dann kannst du dir selbst auf die Schulter klopfen und du hast es geschafft. Du bist nicht mehr schüchtern. Übe das Tag für Tag für Tag, und du wirst sehen, in Zukunft wird es dir viel, viel einfacher fallen, einfach diesen kleinen Stein, der vor deinem Zug liegt, wegzukicken und nie wieder schüchtern zu sein. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Peace. Gentlemen, ein neues Zeitalter bricht an. Wenn du neue Frauen kennenlernen willst, aber keine Ahnung hast, wie das geht, oder deinen Arsch nicht hochkriegst, dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Du bekommst ein einzigartiges, innovatives Trainingsprogramm für sofortige Resultate. Eine moderne und sehr attraktive Art, Frauen kennenzulernen. Du bist unabhängig von Wings. Du kannst ab sofort alleine Daygame, ohne wirklich allein zu sein. Motivation pur. Lass dir von mir in deinen Arsch treten und feier mit mir deine Erfolge. Du kannst ab sofort jederzeit loslegen. Das Einzige, was du brauchst, ist dein Handy und Kopfhörer. Kompakte Theorie. Ein bisschen Theorie, ein Maximum an Praxis. Mit einer Vorbereitungsmeditation, um dich richtig auf Streeten einzustimmen und den Alpha in dir zu wecken. Du lernst magische Wörter. Du erweiterst dein Vokabular und redest ab jetzt in Zauberspruchqualität. Transitioning. Der Übergang von Opener zur Nummer ist einfacher, als du denkst, mit dieser speziellen Technik.
Worauf wartest du noch? Hol dir jetzt den Street Assistant und leg sofort los. Wir sehen uns auf der Straße. Peace!